Moin Moin zusammen und willkommen zurück im Schläfertempel. Wir haben vorige Folge diesen hässlichen, fetten Ork da. Wo ist er denn? Den hier. Den haben wir getötet. Obala. Den haben wir getötet. Mir ist auch aufgefallen, die haben echt schlechte Zähne. Die sollten mal sich die Zähne putzen. Aber ich glaube, wenn man untot ist, stört das einen nicht so ganz. Und der hat uns auch. Moment. Diesen Gracknack gegeben. Und dabei ist mir aufgefallen, wir haben ja Schabernack in der Tasche. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob wir mit Schabernack ein bisschen Schaden machen können oder nicht. Ja, und damit willkommen zurück beim relativ gern gesehenen Spiel Gothic 1. Relativ daher, denn es gibt tatsächlich Menschen, die mögen das nicht. So, jetzt will ich mal eben schauen. Ist hier unten auch die Tür aufgegangen? Ja! Na, klasse. Können wir doch glatt hier. Mit Lichtzauber direkt mal gucken. Aber mit Schabernack Schaden machen. So. Kommst du hierher? Oha. Der macht ja sogar Damage. Aber richtig wenig. Und die Reichweite ist beschissen. Gehen wir mal auf Trollfaust zurück. Unsere wunderschöne doppelseitige Axt. Ist auch gut zum Brot aufspalten. Aber ich glaube, hier sind wir ein bisschen weit. Moment, ich gehe nochmal eben zurück. Ich glaube, hier sind wir ein bisschen weit. Das ist, denke ich, keine gute Idee. Gehen wir zurück zur Rampe. Hier längs. Ja, gehen wir da auch. Das sieht besser aus. Ich glaube, hier ist besser. Moment und hopp. An die Kante und hopp. Oh, und hopp. Und nochmal. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Oh, ich glaube, gleich ist Aufstehzeit. Hallöchen. Mittlerweile ist der Husten auch ein bisschen besser geworden. Das machen halt diese wunderschönen Kräuterbonbons hier. Aber das sieht schon wieder aus, als ob hier einer mit seinem komischen Stöckchen gleich rumfuchtelt. Ihr wisst genau, was ich meine. Ja. Die spawnen hier wie Sand am Meer, die Typen. Sterblicher! Deine Mutter! Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Auch ein Bonbon? Oh oh. Oh nein! Und der Zauber war gar nicht so assi. Willst du auch einen Bonbon? Ey, cool, jetzt habe ich zweimal Schabernack. Das ist ja geil. So. Oh. Stachel. Da sind Zielscheiben. Okay, ich kann nicht schießen. Okay. Oh. Oha. Was ist das? Zornstahl? Wie geil sieht der denn aus? Nee, den benutzen wir jetzt weiter. Der sieht ja mal mega aus. Was ist denn das? Elixiertrank, oha. Feuer, Pfeile. Stärke. Und in der Mumie ist? Ach, in der Mumie. Ah, da war ein Knopf. Okay. Geistes. Alter, was ist das denn hier? Ist hier der Aufputschkeller? Werden hier die Aufputschmittel bewahrt, aufbewahrt? Das waren ja jetzt gerade ultra viele krasse Tränke. 8 Geschick. 3 Stärke. 30 Mana. Und dann noch mal 15 Lebensenergie. Kann man sie hier mal eben kurz in den Nacken kippen. So. Mit einer schönen neuen Waffe bewaffnet. Können wir dann weiter. Ja. Die jetzt getragene Zweihandwaffe ist auch eines meiner liebsten Models.
Wer schließt sich ein? Zornstahl? Zornstahl ist doch geil, oder? Die ist einfach so richtig badass. Vor allem mit der Crawler-Plattenrüstung zusammen. Ach, guck mal. Anleitung steht vorne an der Tür. Ja. Dann gehen wir jetzt mal hier durch den Gang. Halt die Mütze, genau. So, und jetzt sind wir hier richtig. Gut. Gut. Was zu? Das sieht eklig aus. Zwei Erzfeinde treffen aufeinander. Der Minecrawler und der Templar. Wer wird gewinnen? Es sind zwei gegen eins. Aber wie es scheint, mögen sie sich. Haben sie sich versöhnt? Wir schauen mal. Mögt ihr mich auch? Nein. Mich mögen sie absolut nicht. Vielleicht, weil ich ihre Geschwister trage. So. Was macht denn der Templer hier, Mensch? Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Gorbuba. Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Ich wollte aber nicht zu meinen Eltern. Alter, was geht mit dem ab? Guck dir das mal an. Junge, der ist auf Speed. Guck mal. Achte, wie der ausrastet. Ach, nicht mehr. Oh, schade. What the fuck? Der letzte Schritt, der ist immer richtig schnell. Heftig. So. Das wäre damit. Damit wäre es. So, da vorne ist die Anleitung. Ich guck mal kurz. Schieß auf das Ziel. Ah ja. Hier ist alles zu. Ist hier irgendwo ein Ziel? Das wird dir noch sehr leid tun. Nein. Da? Auch nicht. Bleib mal liegen hier. Vielleicht da vorne irgendwo. Da auch nicht. Muss ich jetzt echt in den Raum, wo das ganze Blut ist? Da ist ein Ziel. Das wird ihn noch sehen. Klasse, geht auf. Oder auch nicht. Habt ihr Waffen gehabt? Keiner hatte eine Waffe? Kann doch gar nicht sein. Entschuldigung. Kann doch gar nicht sein hier. Oh. Ah. Immer wieder hört man so einen Minecrawler zischen. Oh, ich treffe eine Kante. Warte mal. So. Die Tür auch auf? Die ist auch auf. Klasse. Ja, dürfte ich jetzt weiter, oder? Ja. Jetzt kann ich steuern. Okay. Guaboba hat die Nase voll. Nein. Will noch einen Bolzen. So. Oh,
Oh, hier ist Blau mit bei. Wo ist denn die Anleitung? Oh, warte mal. Oha. Oha. Ehrliche Antwort. Ich habe das Tor hier noch nie geöffnet. Noch nie. Und ich habe schon über 30 Mal Gothic durchgespielt. Krass. Ja, wenn man hier die falsche... Ich mache mal absichtlich die falsche Kombination, ja? So. Ist ja rot, gelb, blau. Ne? Wir machen jetzt mal rot-blau. Kurzes Gimmick. Immer wenn ihr das falsch macht, kommt hier ein Dämon. Jedes Mal. Jedes Mal. Ich weiß nicht, ob man es endlos exploiten kann, aber ich habe es irgendwann aufgehört, wo ich Level 37 oder so war. Mal. Ich glaube, das war ein Spielstand, da war ich am Ende Level 48. So. Also, blau. Sehr schön. Türchen auf. Ja, und der Lackaffe steht immer noch davor. Hm. Keine Angst. Vielleicht nie mehr. So. Jetzt müssen wir aber weiter. Goboba, hat Spaß gemacht. Wir müssen dann jetzt mal eben kurz, damit du aufhörst, uns hinterher zu rennen. Genau. Hä? Oh. Falsche Taste. So. Ist doch ein guter Punkt, gerade mal zu speichern. Hi. So nicht. Ich habe aber irgendwo noch eine zweite Waffe gehört. Ich würde mal sagen. Ah, du Kacke. Hör auf damit. Dieser fauchende Minecrawler, ne? Der ist ganz schön bedrängt. So. Jetzt sieht man auch wieder was. Upala, Entschuldigung. So, da ist noch ein Ork, da ist noch ein Ork. Gehen wir erstmal hier lang. Da sind noch zwei Orks. Den machen wir natürlich auch noch weg. Hallo. Hä? War da nicht gerade jemand, der seine Waffe gezogen hat? Es nervt ein bisschen, dass man die nochmal abstechen muss. Guck mal, da ist noch ein Ork. Upala. 29 und schon wieder 30 Lernpunkte. Wo soll ich die denn reinfeuern? Mensch. Oh oh. So. Alter, dieser Speedbooster am Ende, ne? Der macht mich ganz kirre. Oha, guck mal links, da wurde der Ring geschmiedet, der eine. Aber wir haben hier vorne noch nicht alles erledigt und ich muss schon wieder saufen. Heilige Mutter Gottes, du. So viele Tränke. Ja, wenn das mal nicht irgendwann eine Vergiftung gibt.
Da ist bestimmt gemahlenes Paracetamol mit Erdbeersirup. Schön die Schmerzen weg und Erdbeeren für das für den leckeren Abgang. So, was haben wir denn hier? Kruschkarotte. Ja. Nein. Und hier? Oh, noch mehr Karotten. Oha. Was haben wir hier drüben? Ich wusste es. Eine Kiste. Mit? Was ist das denn? Der Unbesiegbarkeit. Oha. Stärke? Der Ring sah richtig heftig aus. Moment. Der ist halt wie der Erzhautring, nur mit anderen Schutzarten noch dazu. Krank. Wenn wir davon noch einen zweiten kriegen könnten, wäre heftig. So, und du fauchst hier die ganze Zeit rum? Das will ich aber nicht. Ein langer Gang, wie in der Kanalisation. Noch ein Minecrawler. Ein Minecrawler. Die großen. Die gefährlichen. Die Tempel-Minecrawler. Noch schlimmer als die Minecrawler-Krieger. Wo bin ich denn hier? Oha, ist das... Ist das der Platz... den ich meine, der das ist? Yo! Und jetzt? Ah ja. Meine Bonbons sind alle. Ich hoffe, ich muss jetzt gleich nicht husten wie so ein Bescheuerter. Ach, guck mal. Sehr vorteilhaft. Das gab damals schon. Ein Knopf, damit der Aufzug runterkommt. Aber ich nehme normalerweise lieber die Treppe. Hier sieht's aus, als ob hier gleich so ein Assi rauskommt. Oder auch nicht. Doch, so sieht's eigentlich aus. Also, da ist ein Schalter. Da sind auch Wandmalereien. Wo ist das denn? Da ist ein Templer, okay. Mach doch mal Licht an, Mensch. Aha. Ich weiß nicht, wo das ist, aber wir haben hier Besuch bekommen. Wenn du nicht runterkommen willst, kommen meine Bolz neben zu dir. So, nochmal. Man kann ja noch nicht mal springen. Und was ist das hier? Hä? Ja. Ich denke, es ist richtig, was wir hier tun. Warum ist das auf einmal hier so hell geworden? Kriege ich deine Panzerplatten auch? Danke. Die kriege ich auch noch. Oh. Sogar mit Augen da oben. So, jetzt müssen wir eben den Aufzug rufen. Und dann können wir weiter. Richtig schön mit Ambiente-Leuchte hier.
Einmal wieder runterkommen. So, wieder nach oben einmal. Ups. Man muss also warten. Es war keine Absicht, Entschuldigung. Also wenn du dir da in die Ritze versuchst, einen Finger reinzuschieben, ne, der ist weg. Der wird abgeschliffen. Wo muss ich jetzt lang? Da ist das, wo es aufgegangen ist. Ich gehe mal wieder zurück, wo ich hergekommen bin. Das müsste da sein. Schauen wir mal. Ja. Hat funktioniert. Sehr gut. So, wir gehen nämlich hier wieder durch die Kanalisation. Es gab nämlich noch eine andere Seite auf der Kanalisation, wo wir lang konnten. Und da oben sieht es so aus, als ob es weitergeht. So. So. Was haben wir denn hier? Ah ja. Ein Nichts. Und? Ein Seitengang. Links oder rechts? So. Der Gegner hat sich für rechts entschieden. Ein Tagebuch? Oh. Tag 23. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Aber du weißt doch, dass Tag 23 ist. Achso, ich schätze, es ist 23 Tage her, seit uns die Orks gefangen genommen und zur Arbeit gezwungen haben. Die Arbeit ist hart. Und die Bastarde haben keine Gnade, wer schwach ist. Ist tot. Ich will hier abhauen, egal wie. Jetzt weiß ich auch, warum hier überall Skelette rumlaufen. Wenn man sich überlegt, dass Orks den Tempel erbaut haben, haben sie sich trotzdem aus Sklaven der Menschen... Hey, das ist sogar wie eine Mine, ne? In der Mine haben wir Orksklaven, also die Menschen. Und in dem Tempel hier haben die Menschensklaven. Ja. Zivilisationen sind sich gar nicht so fern. Also, wir mussten die Stollen noch weiter in den Berg hineintreiben. Was? Wir mussten die Stollen noch weiter in den Berg hineintreiben. Ich glaube, da fehlt ein N. Der vordere Bereich ist schon gigantisch. Wenn ich nur wüsste, für was wir das tun müssen. Tag 67. Ich habe erzählt bekommen, dass diese Priester der Orks keine Herzen mehr hätten. Aber wie können sie leben? Außerdem habe ich das Schwert gesehen, vor dem sie sich die Priester so fürchten. Hätte ich es nur, ich würde es ihnen in ihren Körper jagen. Tag 78. Das Schwert liegt in einem Raum im vorderen Bereich des Tempels, wird aber von einem Priester bewacht. Ich werde flüchten. Mein Tagebuch lasse ich hier liegen. Vielleicht hilft es irgendwann mal. Ja. Neues Schwert können wir also hier finden. Was ist denn für ein Schwert? Ein großes. Okay, hier ist noch ein bisschen... Hoppala, Entschuldigung. Ist noch ein bisschen Erz. Was ist das? Läuterung, Heilung. Ja, nehmen wir mal alles mit. Im Zweifel wird es zu Erz gemacht. Draußen bei Kronos. Da ist der Erzhaufen bald ganz leer. Ne? So, jetzt können wir noch hier links. Was haben wir hier? Ach, guck mal, die Minekrabbler. Komm her, du. Oh, da ist Feuer. Minecrawler, ey. Barbarenfaust. Oh. Minecrawler-Ei. Und Lava. Nicht da rein, bist du verrückt? Da ist zwar schön warm drin, aber zu warm. Die Barbarenfaust ist fast so gut wie die Trollfaust. Und die Barbarenfaust, finde ich, hat ein geileres Model, oder? Was meint ihr? Barbarenfaust-Top oder Trollfaust-Top? Ich sag Zornstall. So, jetzt müssen wir wieder nach oben. Der Gang geht ja noch weiter. Der war ja hier oben nicht zu Ende. So, hier ging es ja noch weiter. Abzweigung genommen. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das ist aber auch gemein. Hört auf einmal die Straße auf.
Okay. Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Ach, das Ding. Ah, diese eine Falle. Okay. So. Hier ist aber riesig und schlecht durchleuchtet. Aber den Ork sehe ich. Der Ork will aufs Maul. Leben und dann so wenig Erfahrung. Das ist auch eine freche Sache, ne? Was sind das für lila Dämpfe? Okay, da kann ich nicht rüber. Vielleicht gibt es noch eine andere Brücke. Ein Seitenstollen? Was haben wir denn hier? Ach ja, Dämonen. Nett. Ich habe ein bisschen Respekt vor euch, weil ihr habt mich noch nicht getroffen. Und es könnte dann doch passieren, dass es weh tut. So, ist hier irgendwas im Raum? Nicht? Nur ein Schalter? Dann drücken wir doch mal den Knopf. Oder drehen den Knopf. Nichts passiert. Okay. Da hat sich auch nichts bewegt. Na, dann ist das wahrscheinlich der falsche Schalter. So, da ist doch der... Entschuldigung. Das werde ich noch ein paar Mal häufiger merken, dass ich hier reingehe. Nicht, weil es mir langweilig ist, sondern weil ich müde werde. Auch wenn ich kein Fieber habe, krank sein ist trotzdem anstrengend. Okay, jetzt hat er mich getroffen, ist nicht so schlimm gewesen. Das heißt, ich brauche nicht so enorm viel Angst vor denen zu haben. So, zweiter Schalter. Auch nichts passiert. Das ist ja scheiß hier. Was sind das für Drecksschalter? So, wo geht's denn hier hin? Vor allem diese leicht, ganz dezente Beleuchtung, ne? Diese richtig dezente Beleuchtung. Die ist schon bemerkenswert. Ne? Aber da sind wir ja wieder beim Thema Arbeitssicherheit, ne? Der TÜV Norto, ne? Der wird ja alles dicht machen. Oh, hier war nur einer drin. Na dann. So, dritter Schalter. Vielleicht geht der ja. Ja? Brücke? Nein. Oh, Entschuldigung. Die Brücke ist oben. Sehr gut. Lass mich raten. Ich muss jetzt den kompletten Weg zurücklaufen. Das ist ja sehr freundlich. Wirklich. Jetzt müssen wir die ganze Scheiße auch noch zurücklaufen, doch. Meine Herren, ey. Ich hoffe, der hat Laufschuhe, sonst hat er später Blasen an den Füßen, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, Mensch. Hätten sie wenigstens noch ein paar Gegner auf dem Rückweg platzieren können. Hätten wir was zu tun gehabt. So, aber das betreten wir jetzt noch, das Tempelchen da vorne oder der Tötchen oder was auch immer das sein soll. Den Ziggurat! Weiß es auch nicht, was es ist, Mensch. Irgendetwas ist es. Ist es denn irgendwas? Da ist eine Anleitung oben. Was ist das für eine Anleitung? Was ist das für eine Anleitung? Tod. Der sieht doch so aus. Kann ich jetzt durch? Nein. Wie soll ich denn da rein? Hey, du da! Magst du herkommen? Nein? Okay. So, einen anderen Weg rein.
Ach, das ist ja leicht. Mensch. Moin. Ah, du Scheiße. Der legt ja sofort los. Ich dachte, der redet erst noch mit mir. Dämonenstreich. Feuersturm. Und Schabernack. Mensch, so viel Schabernack, wie hier rumliegt. Ho. Gut. Nee, da gehen wir nie nochmal hin. Da gehen wir nie nochmal hin. Ja, ich nehme ja gleich das Schwert. Lass mich mal erstmal umgucken, weil sonst vergesse ich das nächste Folge. Das Schwert kommt... Entschuldigung. Kommt gleich in meine Tasche. Sonderbares Schwert. Ein sehr sonderbares Schwert. Jetzt haben wir das sonderbare Schwert. Und damit machen wir auch Feierabend. Nächste Folge geht's dann hier weiter. Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Oder später. Tschüss.